Das ständige Rattern im Kopf, das hört nicht auf. Abends, nachts, immer rattert es im Kopf. Mit Qigong hört dieses Rattern auf. Und wie genau wir das hinkriegen, darum geht es in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist hier. Mein Name ist Corno, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Qigong-Lehrer seit über 20 Jahren deutschlandweit und auch auf YouTube tätig seit ein paar Jahren. Und wir gehen direkt in die Materie. Was hat Qigong mit Ruhe im Kopf zu tun? Was genau bewirkt Qigong da, dass es hier wirklich mal ruhiger wird? Weniger Gedanken, weniger diese negativen Gedanken schleifen, sich Sorgen machen, sich einen Kopf machen. Genau das, wie kommen wir von diesem Trip runter, von diesem zwanghaften Denken, dass wir da nicht, es hört nicht auf. Mit Qigong kriegen wir da ein bisschen Ruhe rein. Und das funktioniert folgendermaßen. Und zwar arbeiten wir da mit dem Yin und Yang Prinzip. Yin und Yang, kann ich nochmal kurz erklären, ist sozusagen die Welt der Gegensätze, Dualismus. Das heißt, wir arbeiten mit Gegensätzen, Bewegung und Ruhe. Und wir merken, okay, wenn wir zu viel Bewegung im Kopf haben, wie kommen wir aus dieser Bewegung im Kopf zur Ruhe? Was genau würde dafür sorgen, wenn wir das mal so als Stromnetz im Gehirn sehen, dass hier oben ein bisschen weniger Strom ist? Das heißt nicht, dass wir dann strohblöd werden und weniger über die wichtigen Dinge nachdenken, sondern dass der Geist eher klarer wird und wir präziser denken. Und der Gedanke, der einmal da ist, den müssen wir nicht noch 50 Mal danach denken. Wir hatten ihn einmal. Das heißt also nicht, weniger denken heißt weniger reflektieren und dümmer werden und sich keine Gedanken machen, so was wichtig und was nicht wichtig ist. Also kein Affront gegen das Denken an sich, nur gegen das überschüssige, viel zu viel Denken. Und genau da machen wir uns diese Gegensätze von Ruhe und Bewegung nämlich zunutze. Versuch dann nämlich einmal als Anfängerin, als Anfänger, wenn du sagst, ich will jetzt zur Ruhe kommen, dich hinzusetzen und still zu meditieren. Mach das mal 3 Minuten oder 5 Minuten. In Stille meditieren, ohne irgendwas, nur da sein. Stell mal einen Wecker, das wären die längsten 5 Minuten deines Lebens und du wirst innerlich richtig unruhig, spürst, wie Verspannungen kommen und denkst dir dann, nee, ich bin überhaupt nicht bei dieser Meditation ruhiger geworden, weil wir hier wieder diese Gegensätze haben. Und im Qigong haben viele Meister beobachtet, dass wenn wir äußerlich den Körper ruhig stellen, im Innern eine Bewegung erzeugt wird. Und für Anfänger bedeutet das, wenn wir einfach uns hinsetzen zum Meditieren, dass wir dadurch nicht ruhiger werden, sondern im Inneren noch unruhiger, dass noch mehr Denken entsteht und Verspannungen und dieses, ich will mich an der Nase kratzen und ich muss mich doch bewegen. Und dann sagt man, ja, wir sind ja auch als Wesen, als Tiere, nicht, wir sind ja keine Schildkröten, die sich wenig bewegen, auch gerne mal ein paar Tage chillen oder Winterschlaf halten. Wir sind schon Wesen, die gewohnt sind, sich viel zu bewegen. Und da kann man auch fragen, ist das überhaupt natürlich, sich in so einen körperlichen, gefrorenen Zustand zu setzen und dann zu merken, wow, im Inneren werde ich immer unruhiger. Die Lösung besteht darin, dass wir uns abholen. Das heißt, wenn wir uns um das Thema innere Ruhe drehen, dann würde ich dringend empfehlen, auf die Forschungsergebnisse von vielen Qigong-Schulen und Meistern der letzten Jahrtausende zurückzugreifen. Und das bedeutet, dass wir uns mit Bewegung abholen. Das heißt, bestimmte Bewegungen erzeugen in uns Ruhe und machen das Denken ein bisschen ins Gleichgewicht, weniger denken. Und erst wenn wir sehr fortgeschritten sind und sozusagen dieses Gefühl der Ruhe schnell bei einer Übung wieder wachrufen können, und das bedeutet häufig für Anfänger, dass sie erstmal 5 bis 10 Minuten brauchen an Qigong-Übung, langsame fließende Bewegungen, und dann kehrt langsam Ruhe im Kopf ein. Und später, wenn wir ein bisschen fortgeschritten sind, machen wir diese gleichen langsamen fließenden Bewegungen, aber der Körper erkennt schon, ah, das ist wie der Pavlovsche Hundereflex, der Körper erkennt schon, ah, jetzt kommen wieder die langsamen Bewegungen und es wird dann ganz schnell ruhig im Kopf. Weil wir merken, das hängt immer miteinander zusammen, das verknüpfen wir miteinander. Und diese Verknüpfung machen wir uns zunutze, dass wir also am Anfang noch vielleicht ein bisschen langsamer zur Ruhe kommen, nutzen aber dafür Bewegungsmuster, ruhige, fließende Bewegungen als Brücke zur inneren Ruhe. Also nicht hektische Bewegungen, sondern ruhige Bewegungen.
Das ist genau die Mitte zwischen Ruhe und Bewegung, aber es ist eindeutig Bewegung. Und dann als Fortgeschrittene brauchen wir nur noch ganz kurze Zeit. Oder zum Beispiel, dass wir uns nur noch beim Qigong, jetzt ja die Grundposition, zeige ich einmal, dass wir uns nur noch in die Grundposition stellen. Aufrecht, locker. Ich merke dann, ich muss mich nur so hinstellen und sofort beginnt es in mir zu arbeiten. Ich merke nach wenigen Sekunden schon, eine Ruhe strahlt sofort aus. Wow, ich muss nichts mehr dazu tun. Das liegt daran, dass ich jahrelang Qigong gemacht habe. Dass der Körper und der Geist, die arbeiten zusammen und erkennen das. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Meditation. Ist Meditation nur Schwachsinn im Sinne von, ich sitze aufrecht und still? Und ich würde sagen, nein, du musst nur gucken, wann du mit Meditation anfängst. Das heißt, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass du erstmal die nötigen Voraussetzungen schaffst. Und wenn dir innere Ruhe, endlich mal Ruhe im Kopf wichtig ist, würde ich an einer Stelle nicht mit Meditation beginnen, sondern zum Beispiel mit den 5 Übungen des Wudang Qigong. Wenn du die noch nicht kennst, Link gibt es unten gratis in der Beschreibung. Zieh sie dir rein, lerne sie. Und ja, eine der 5 Übungen ist Meditation. Aber auch die üben wir am Anfang als Anfänger, als Anfangende nur sehr abgespeckt und sehr wenig, weil wir uns bewusst sind, dass wir nicht zu lange in so einer stillen Körperhaltung verbringen sollten, wenn wir noch nicht an dieses Prinzip gewöhnt sind. Wenn wir also noch nicht die Verknüpfung haben, ruhige Körperhaltung, dann entsteht automatisch innere Ruhe, sondern am Anfang zu ruhige Körperhaltung, dann kommt am Anfang Nervosität und noch mehr Unruhe im Innern. Wie lange muss ich das aushalten? Unangenehm. Und genau wenn du diese Reihenfolge einhältst, das heißt zuerst Bewegungen mit langsam fließenden Elementen und dann späterhin, wenn diese Verknüpfung in dir da ist, zu auch mal stiller Meditation oder auch mehr Übung stehen wie ein Baum, solche Dinge, dass du merkst, die Stille tut dir gut, die Stille erzeugt in dir auch Stille und Tiefe. So, in dieser Reihenfolge wird es auch was draus. Ich hoffe, ich konnte dich mit dem Video ein bisschen inspirieren. Und wie gesagt, noch einmal als Erinnerung, wenn du sagst, ja toll, jetzt hast du gesagt am Anfang langsame fließende Bewegung, aber was für welche soll ich denn machen? Die zeigst du hier nicht im Video. Nein, die zeige ich aber im 5-Tage-Gratiskurs. Link gibt es unten in der Beschreibung. Noch einmal als Erinnerung, da kannst du sofort direkt loslegen mit den langsamen fließenden Bewegungen, die ganz in Ruhe lernen und davon profitieren. Und das Rattern im Kopf ein bisschen abschalten, vorm Schlafen gehen oder auch morgens schon entspannt und gelassen in den Tag. Probier es aus. Es lohnt sich. Bis dann. Ciao.